Es ist jetzt Mitternacht, eigentlich wollte ich schon lange im Bett sein und dann habe ich zu später Stunde auf Facebook einen Kommentar gelesen, irgendetwas über das Thema Bildbearbeitung und habe mir dann so überlegt, es wäre vielleicht noch interessant, euch mal kurz so ein bisschen aufzuzeigen, wie wir jetzt in der Druckerei, wo ich arbeite, Bildbearbeitung betreiben. Und wie ich die Bildbearbeitung lebe, wenn ich dann nicht arbeite. Weil Bildbearbeitung als Mediengestalter, Polygraph in einer Druckerei hat nichts, aber auch gar nichts und nicht im geringsten damit zu tun, wie man Bildbearbeitung betreibt, wenn man vielleicht fotografiert oder Bilder halt gern bearbeitet. Die Überlegungen, die man sich da macht, wenn man selber für sein Bild arbeiten darf, die sind grundlegend anders, als wenn ich mir Dinge überlegen muss, wo ein Kunde dahinter steckt, der nicht mich als Bildbearbeiter speziell oder als Fotograf gebucht hat, sondern der etwas bei uns drucken lassen will. Ich gebe euch da mal einen Blick einfach in meine eigenen Bilder. Ich darf sonst keine Kundenbilder nehmen. Und ihr seht da immer das unbearbeitete Original und was ich dann draus gemacht habe als Michel Meierle. Und ich kann euch ja kurz zeigen, was ich jetzt draus machen würde, wenn ich jetzt in der Druckerei das Bild von einem Kunden bekäme und das so drucken lassen müsste. Oder einfach so ansatzweise. Dieses Bild hier, wie gesagt, habe ich neulich aufgenommen. Zuletzt daraus entstanden ist dann das hier. Da kann man sich immer drüber streiten, gefällt einem das nicht. Darum soll es gar nicht gehen. Es geht da einzig und alleine darum, dass ich mich damit ausdrücken will, wie dieses Bild aussieht. Sprich, ich habe zum Beispiel bewusst, wenn man hier schaut, alles ums Model herum dunkel gelassen. Da gibt es so gut wie keine Zeichnung. Ich habe einen eher warmen Ton. Ursprünglich war es ziemlich kühl. Ich habe das Model zusätzlich aufgehellt und ansonsten alles schön dunkel gelassen. Das ist meine persönliche Interpretation, wie dieses Bild gefallen könnte oder wie es mir gefällt, wie ich es persönlich für mich haben möchte. Ich will es ja für mich so haben, für niemanden sonst, für mich, weil ich mich dadurch ausdrücke. Wenn jetzt dieses Bild zu mir als Michel Meierle in die ZT Medien AG käme und ich das aufbereiten müsste für den Offsetdruck, sagen wir jetzt mal, dann ist ja zuerst einmal der Punkt, ich muss wirtschaftlich sein. Es stellt sich dann die Frage, zahlt der Kunde für die Bildbearbeitung? Wenn er das tut, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, vielleicht gibt es eine Abmachung, eine Pauschale pro Bild darfst du so lange haben. Wenn das Bild nur daherkommt, eigentlich zahlt der Kunde nicht und wir merken aber, meine Güte, das kannst du so nicht drucken, weil das versäuft dir komplett, dann darf ich vielleicht ein, zwei Minuten aufwenden, mehr nicht, weil eigentlich werden wir ja dann schon rot, weil wir etwas tun, was so nicht budgetiert und kalkuliert war. Jetzt stellt sich die Frage, Kunden zufriedenstellen, ja, nein, oder wirtschaftlich sein und drucken, was daherkommt, ja, nein, ich will das nicht beantworten. Ich würde jetzt aber als Polygraph vielleicht im Geschäft nur hingehen, würde hier mal auf Auto drücken, das würde das Bild etwas aufhellen, schon ziemlich gut, würde dann vielleicht den Grünstich noch etwas rausnehmen, das Bild etwas kühler machen, würde das Ganze ein bisschen aufhellen, so und ein bisschen schärfen und das wär's. So Zeitaufwand in so einem Programm, das waren jetzt ein paar Sekunden. Und ich würde dann einfach drauf schauen, ist das Bild scharf genug, damit ich es drucken kann und nicht zu viele Details verliere. Haben wir Zeichnung überall dort? Sprich, habe ich das Bild so aufbereitet, wird das Bild so wiedergegeben, wie es vermutlich effektiv vor Ort war. Also ich versuche als Michel Meierle, ZT Medien AG, wenn nicht anders vorgegeben, die Realität abzubilden. Das hier hat absolut nichts mit der Realität zu tun.
Da wurden auch gewisse Bereiche überbetont, wie zum Beispiel die Augen etwas überbetont wurden. Das sieht man hier, so war sie original. Sprich, in die Bildbearbeitung für spätere Druckproduktionen, da interpretiere ich nichts hinein. Und wieso sage ich das alles? Ich will das sagen, weil wir bilden bei uns ja Polygraphen aus und ich war oder bin selber einer und bin dann nach 4 Jahren Berufslehre aus dem Beruf gekommen und habe gedacht, jetzt kann ich Bilder bearbeiten. Jetzt kann ich das, jetzt weiß ich, wie es geht und eigentlich weiß ich gar nichts. Ich weiß auch heute noch nichts, ich lerne immer wieder neue Sichtweisen und Ideen dazu. Interessant finde ich die Bildbearbeitung eben dann, wenn ich nicht die Realität abbilden muss, sondern wenn ich selber etwas rein interpretieren darf. Und dieses rein interpretieren und versuchen, Dinge zu betonen, die fürs Auge wichtig sind, und Dinge abzuschwächen, die fürs Auge nicht wichtig sind, das hat im Offsetdruck, im Druckereiwesen eigentlich keine Bedeutung. Ich zeige euch ein paar andere Bilder noch. Das hier aus der gleichen Serie, da würde ich jetzt vermutlich einfach hingehen, das mal kopieren mit Command-Shift-C und würde dann hier das Ganze einfügen. Gut, das war zu dunkel. Bisschen abdunkeln, bisschen kühler machen. Ja, und dann sind wir schon relativ weit. Und ob jetzt der Hintergrund fürs Auge spannend ist und ob man den Hintergrund abdunkeln müsste, das interpretiere ich als ZT Medienage, als Druckerei gar nicht ins Bild hinein. Ich versuche, das druckbar zu machen, möglichst an dem, was geliefert wurde, wie es halt kam. Als Mische Meierle Privat bin ich dann wieder hin, habe da wieder meine ganz eigene Farbgebung rein interpretiert, wie es mir gefällt, habe hier bewusst, was weit weg vom Zentrum ist, abgedunkelt, um das Auge hier in der Mitte zu lassen. Meine persönliche Interpretation, wenn ich das dem Kunden aufs Auge drücken würde, würde der vielleicht sagen, gefällt mir absolut nicht. Was habt ihr gemacht? Zu euch komme ich nie wieder. Vielleicht hätte er auch gesagt, ja, ist cool, hast du was draus gemacht, aber dieses Interpretieren und mach doch mal, das gibt's eigentlich vom Kunden so höchst selten. Weiteres Beispiel hier, meine Tochter. Auch da würde ich mal vielleicht auf automatisch drücken. Das ging jetzt daneben. Würde es ein bisschen aufhellen, die Lichter etwas runter und vermutlich wäre es dann schon gut. Ist druckbar. Im Offsetdruck ist ja immer das Problem, dass die Schatten sehr schnell zulaufen. Color Management und Superprozesse hin oder her. Im Offsetdruck immer darauf achten, dass die Schatten nicht zulaufen. Sprich, die Augen wären jetzt vielleicht noch ein bisschen arg dunkel. Könnte ich jetzt noch 30 Sekunden investieren, die aufzuhellen, und gut ist's. Ich habe dann für mich daraus gemacht, das auch wieder ganz eigene Farbgebung, was fürs Auge nicht wichtig ist, abgedunkelt. Könnte man hier ein bisschen noch vielleicht zurückholen, so. Ja. Oder hier, so geliefert. Wenn ich jetzt das drucken müsste, würde ich vielleicht auch nur die Haare noch ein bisschen aufhellen. Vielmehr würde ich vielleicht gar nicht tun. Aber dann als Fotograf habe ich das draus gemacht. Und auch das hat natürlich absolut nichts damit zu tun, wie das Bild mal war. Schaut euch mal die Nase an, zum Beispiel, geliefert, draus gemacht mit Dodge & Burn. Also ich habe hier Licht und Schatten ins Bild gemalt. Das wäre natürlich tabu, das in der Druckerei zu tun. Es sei denn, es würde gewünscht. Habe ich aber noch nie erlebt im Rahmen der Druckerei, dass es geheißen hat, mach eine Porträtretusche, so in dem Sinn. Oder dieses Bild hier, auch das, wenn das jetzt geliefert käme vom Kunde, ich würde es vielleicht nicht mal groß beschneiden, das würde dann im Layout passieren, würde auch hier das Ganze vielleicht ein bisschen ins Magenta ziehen, bisschen kühler, die Tiefen vielleicht noch ein bisschen rauf, bisschen schärfen, und gut ist. Und daraus gemacht habe ich dann das. Von hier zu hier. Lange Rede, kurzer Sinn, und da waren ja jetzt auch keine Tipps dabei. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, Bildbearbeitung hat so extrem viele Gesichter. Und nur wenn ich jetzt einen Beruf gelernt habe, heißt das noch nicht, dass ich alle Facetten, die es in diesem Beruf gibt,
gelernt habe. Und ich musste daraus das auch ganz fest lernen, als ich angefangen habe, mich für die Fotografie zu interessieren. Es gibt die Ansicht, wiederzugeben, möglichst 1:1, was daherkam, vielleicht das zu retten und so hinzubiegen, dass es realistisch aussieht. Und dann gibt es die künstlerische Sicht. Ich würde jetzt sagen, ich bin kein Künstler, aber ich kreiere halt etwas, wie es mir gefällt. Und das ist eine ganz andere Form der Bildbearbeitung. Und deshalb kann man, glaube ich, sagen, ein Fotograf, der hat das vielleicht immer schon so kreativ gesehen, ist deshalb nicht zwingend ein guter Bildbearbeiter für Druckzwecke. Und ein Mediengestalter, Polygraf, ist nicht zwingend ein guter Bildbearbeiter als Partner eines Fotografen, weil der sich dann vielleicht wünscht, dass man kreativ ist, dass man Dinge ausprobiert. Und so finde ich halt, muss man als Bildbearbeiter einerseits seinen eigenen Weg finden und wenn man wirklich seinen Horizont erweitern will, dann muss man umschalten können zwischen ich interpretiere jetzt etwas rein für mich oder ich habe einen Stil, den andere wahrnehmen. Vielleicht kommen Kunden zu mir nur, weil ich diesen Stil habe und verfolge. Dann erwarten die das, dass man die Bilder so hinkriegt, dass sie halt eben Stil XY sind. Oder ich schalte als Bildbearbeiter um und sage, ich versuche zu reproduzieren, was da kam, flicke, was sein muss und gut ist, persönliche Interpretation hat keine Rolle. Da geht es ja dann auch darum, was retuschiere ich jetzt zum Beispiel hier aus diesen Gesichtern raus, oder? Lasse ich da diese Muttermale stehen oder was auch immer, wenn man es hier schaut, ja, da wurde einiges damit gemacht, weil ich halt gerade mal wieder Lust hatte. Die sehen auch nicht immer gleich aus, die Bilder, aber genau das genieße ich und ich kann euch sagen, es ist für mich manchmal ziemlich schwierig, tagsüber im Geschäft ein Bild zu bearbeiten mit der Brille Kunde im Zentrum, der Kunde liefert. Ich versuche das möglichst 1:1 druckbar zu machen und dann wieder nach Hause zu kommen und zu sagen, jetzt habe ich allen Freiraum der Welt. So, ich hoffe, das war nicht zu chaotisch, aber ich hoffe, das zeigt euch ein wenig auf, in was für Welten man als Bildbearbeiter leben kann. Da gibt es so viele Facetten und ich finde das eigentlich ganz spannend, aber manchmal auch schwierig, wenn man jetzt irgendwelche Mitarbeiter oder Kunden oder Vorgesetzte vor sich hat, die sagen, so muss es aussehen, so ist gut, wieso hast du nicht? Es gibt nicht schwarz oder weiß. Es ist so unglaublich vielseitig. Ich bin gespannt auf Kommentare, E-Mails, da könnte man ewig darüber diskutieren. Vielleicht sollten wir einfach mal einen Kaffee trinken gehen, wäre cool, und ein bisschen uns austauschen. Wäre wirklich mal schön. Ich grüße euch ganz herzlich, euer Michel Meierle.